Süß, Bubisch, und damit recht herzlich willkommen zurück. So. Ich hatte letzte Folge schon gesagt. Ich glaube schon. Ich erinnere mich, es ist zwar erst gestern gewesen, ne, aber. War ich in der letzten Folge schon so angezogen? Alter, ich hab's schon wieder vergessen. Wenn nee, hey, ich hab einen neuen Style. Mission. Wir wollten ja ein paar kleine Missionen übernehmen, über alleine schon in so hier. Weil das mit den Nebenmissionen hier ist ganz komisch, ey. Manchmal sind diese Quests durcheinander. Achso, das wollten wir machen, genau. Wir wollten einen Sichtlor fangen. Gehen wir erstmal die Togebis fangen, weil wir brauchen Togebis. Da können wir auch nebenbei mal die restlichen Seelen aufsammeln. Oder was auch immer das war nochmal. Togepi ist da drüben. Da gehen wir da gleich mal hin. Aber wir hätten auch unten hingehen können. Also mal. Au. Vielleicht haben wir ja Glück. Wenn Alpha zuhört, alles Lodi. Ich hab mal Glück. Oh, das hätte jetzt sowas von ein Alpha, Shiny Alpha, Shiny Alpha Onyx sein können. Ich hätte ja gerne echt noch alles als Shiny, ne? Alpha ist meine, besser gesagt, als Shiny. Meine Pokémon alle als Alphas Shiny gedehnt ist, weiß schon was ich meine. Wo ich von so einem Gengar. Gut, Gengar ist halt so ein Pokémon, wo ich sage, da gefällt mir das Shiny absolut überhaupt nicht. Da oben ist noch eine Fackel. Da oben ist noch eine. Die müssen wir uns gleich holen, weil hier sind oben noch drei. Menschen, was geht ab? Libell Travel, ich würde sagen, Janmar war's. Geisterlicht war's. Vierer? Ach, hier sind jetzt noch fünf? Ach so, okay. Wir schauen uns mal. Oh! Oh mein, der Küken war hier, da haben wir doch mal einen. Jetzt haben wir bloß noch drei. Wir fallen. Ich glaube, ich werde mich kaum trauen. Was? Hören wir uns mal die Togepis, wa? Wir können auch gleich mal. Hier gibt es einiges an Stuff abzuholen. Das können wir auch gleich mal machen. Damit die Besitzer auch ihr Zeug wieder kriegen, ne? In der Hoffnung, dass ich mal mein Zeug wieder kriege. Da ist ein Nugget drin. Ich echt gern wieder. Leute, jetzt machen wir Eier hier. Ich habe so das Gefühl, die Leute machen sich eher weniger viel Mühe, das einzusammeln, wenn es halt Shit-Items sind. Ne? Habe ich bei mir auch schon mitgekriegt, dass ich da eher weniger motiviert bin, Zeug zu sammeln. So, Moment. Ja, da drüben ist ein. Ja, also, hä? Ja, Obwohl das übelst geil aussieht bei dem Nebulak, ne? Mit den roten Ölchen. Äh,
Ja, das Drisella sieht ja niedlich aus, so riesengroß. Alter. Ein alternatives Shiny Team hätte ich doch schon gerne, ne? So zum. Ich muss. Also ich werde bei Kamazin und Purpur erstmal eine andere Schiene fahren. Ach, Togepi haben wir auch schon fertig. Nebulak müssten wir auch noch machen, ne? Mal sehen, was öfter. Da gucken wir uns mal schnell Nebulak schnell gerade. Nee, Nebulak haben wir auch schon fertig. Legen wir erstmal hier schnell. Ohne entdeckt zu werden. Ein Raum Zeitriss spawnt sich auch. Ja, mein. Ist da mal Klammer 2 Elite gefangen? Aber übelst krasse Dudes sind. Sogar klar hier unten. Aber es ist halt auch nicht die Region, die ich bevorzugen würde. Und da oben ist ein Togedick, Kid. Togedick noch, so. Guck dir mal. Was aus der Luft fangen können? Ja, von hier aus wahrscheinlich weise eher nicht. Aber wir können ja die Togepis entwickeln, aber die entwickeln sich halt auch nur durch Freude. Logisch, ne? So war das. Und ist das so neblig, das erkennst du kaum irgendwie noch was. Was? So, hier unten hätten wir noch. Wir fangen von hier unten an und dann gehen wir hier hoch, wa? Gehen wir schnell hier runter, hier ist ein Janmega sieht eigentlich auch super geil aus, muss ich sagen. Man müsste sich das mal als Shiny reinziehen. Also bei Kasim, Kamazin und Purpur wäre es auf jeden Fall mal einen anderen Ansatz verfolgen. Als wie bei denen hier. Wäre ich vielleicht mal einfach andere Pokémon nehmen, ne? Weil ständig, Stalus zum Beispiel ist ständig drin. Stalus. Gut, das sind jetzt andere Pokémon als wie bei Schwert und Schild, ne? Aber dennoch sind es halt schon etablierte Pokémon. Man könnte ja mal den neuen Pokémon eine Chance geben. Gut, Oh, die bauen sich gerade an, wa? Sammeln wir mal den Mist ein hier, ha? Das ist ja eine scheiß Location hier für so einen scheiß Bomb, ey. Lieber mit Sneebus rum. Ja, moin. Hm.
genau in solchen Raumzeit. Wie der einfach durch den Boden schießt, der Penner. Hey, was geht ab? Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich ruhen? Nugget. Gut, Porikon wäre auch mal witzig, ne? Als Shiny gefällt mir das eigentlich auch recht gut. Hau doch ab, Alter. Ja, ist er. Alter, wie der einfach durch den Berg schießt, ne? Wir haben vielleicht nicht alles erwischt, aber das ist nämlich genau das gleiche mit Porikon hier. Du kriegst halt nur 3 Spawns. Und von den 3 Spawns müssen es auch noch Magnetilo oder Magneton sein, weil Magnetzone oder Magnetzon interessiert mich einen Scheiß, weil Magnetzon scheiße aussieht. Was heißt scheiße aussieht? Also ich mag Magnetzon schon. Aber im Magnetzone haben sie wieder den Ansatz verfolgt, wir nehmen das Shiny, was besteht, und ändern es komplett ab. So sieht Magnetzone halt aus wie normal, bloß hat blaues Auge. Ist vielleicht eine Spur heller, wow. Und schön ist das uninteressant. Das sieht halt einfach nicht geil aus. Das hatte ich bei Pokémon Go. Da habe ich ein Shiny Magnetilo gefangen, habe ich mir so gedacht, oh geil, Alter, Shiny Magnetilo, ein Stahl-Elektro-Pokémon. Ich liebe ja Stahl-Pokémon, ne? Es gibt nichts Geileres als Stahl-Pokémon. Den da drüben müssen wir auch noch fangen, ne? Viscora, warte mal, zu, Bohnen wollen die haben. Probieren wir auch was, ne? Jo. Werden wir uns mal hier gerade geblinkt. Der ist im Angriffsmodus. Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan. Wie aggressiv. Weil wollte ich denn doch gar nichts tun. Was geht bei dir? Und das habe ich noch nimmer gefangen, die. Erwischt. Aber wir haben es gefangen. Hey. Hey, ja. In dein Gesicht. Hey, das ist schon wieder so ein Drizella in Elite. Thank you.
Ist gar nicht, habe ich schon eine Fly, ist schon. Habe ich euch schon vor schon Level 10, das ist schon mal gut. Wenn ihr drüben sind, gleich wieder neu gespawnt, ne? Ist das so eine krasse Musik gewesen gerade? Hä? Oh, das war das. Oh mein. Warte mal, was? Ich muss gleich niesen. Oh, oh, ich muss gleich niesen. Oh wei, oh wei, oh wei. Alter, war das ein Niesmarathon. Moment. Man soll ja Nieser nicht zurückhalten, ne? Deswegen immer schön freier Lauf. Freien Lauf. Warte mal, ich will mal die Musik ein Stück höher drehen hier. Ich habe unsere Mission schon wieder völlig vergessen. Wir arbeiten gerade am Pokédex. Obwohl wir ja eigentlich nach den Geisterlichtern suchen wollten. Da drüben ist das. Oh, da drüben ist ein Elite-Kleinstein. Das hätte ich gebraucht für die Ene. Moment, 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 bevor da. Gucken wir uns mal weiter um hier. Es sind noch zwei, ne? Oder sind das noch zwei oder sind das jetzt immer noch drei? Ich glaube, es sind noch zwei. Wir hatten jetzt vor uns noch eins gefunden. Es wird immer anstrengender. Die Mucke gefällt mir irgendwie schön. Ja. Was für eine Range, ey. Alles klar. Seller, ja moin.
Wo haben wir jetzt hier noch so eine Gaserlichte? Ist das Pokémon? Okay, das bin ich gar nicht. Ah, wollte gerade sagen, dort hinten ist eins, aber das war bloß so weißer Grafikgefitzel, Bitzel. So eine Ego-Perspektive bei Pokémon wäre auch eigentlich ganz nett, oder? Also, hä? Macht's kleiner ein bisschen. Ja. Watribi! Warte mal, wollten wir nicht irgendwie Watribi fangen bei irgendeinem komischen... Das ist schon, wieso ist denn das schon wieder so behindert durchge... Nee, wieso tut es denn das ständig so komisch? Gemöscheln hier. Ein Attribut, das du im Strapazenhain gefangen hast. Gibt's hier den Strapazenhain? Ich glaube nicht. Muss dann entweder woanders sein oder irgendwo anders. Ja, moin, Kameraden, Freunde und Mitgenossen. Habt ihr das Gefühl, dass Ursaring hinter mir ist? Kann es aber nicht ganz festmachen. Jetzt würde ich gerade sagen, die Blume wäre, aber nein. Okay, hier ist nix. Hier ist nix. Da ist da oben in den Bergen dann noch. Ja, da könnte man irgendwann noch gucken. Gehen jetzt mal schnell hier hinten, ob wir hier noch was haben. Wollen wir auch nicht weiter sehen. Dann setze ich ans Lagerfeuer, sing das Lagerfeuerlied. Moment. Hier oben nochmal gucken. Ja, sehe ich ein. Oh, diese Paras, ne? Also, es gibt kein dümmeres Pokémon hier. Oder sagen wir mal, okay, nervigeres Pokémon. Also es gibt kein nervigeres Pokémon als Paras hier. Die sind sowas von... Ich mag ja Paras, aber Alter, geht mir das in den Sack. Ja, lass mich in Ruhe, Paras. Du gehst mir auf den Sack. Arschloch.
Komm, setz dich ans Lagerfeuer, sind das Lagerfeuerlied. Hier scheint nichts zu sein. Wenn ich einfach so Raum. Gucken wir mal hier oben rum. Überall, wo Bäume sind, kannst du eigentlich rumgurken. Es sind auf jeden Fall noch zwei Geisterlöcher, habe ich so im Gefühl. Das macht's nicht einfacher. Aber vielleicht. Ja moin. Ich wüsste doch, dass wir irgendwo noch was haben. Ja, hallöchen. Noch ein Geisterlicht. Noch ein Geisterlicht. Noch ein Geisterlicht. Ich rechne damit, dass das auch hier oben ist. Das ist ein Elite Kramsef? Ja, es ist ein Elite Kramsef. Wie die Oma heißen. Ausgesprochen werden. Wie auch immer. So. Süßchen, süßchen, süßchen. Gulbat, oh Gulbat. Lass mich bitte in Ruhe, Gulbat. Ich hab grad extrem Sodbrennen. Was heißt extrem? Ein bisschen Sodbrennen. Machen wir's mal so. So, warte mal, wir gucken mal von hier aus wieder drüber. Ob wir denn etwas erspähen können? Da unten ist es. Es macht sich immer gut von einer hohen Position aus zu Lucky-Lugin. Und du siehst sie relativ weit. Das heißt, macht Sinn. Ich hoffe, dass es eins ist. Ja, das ist eins. Oh. Da hätten wir das letzte auch gefunden. Ja, moin. Da holen wir uns jetzt noch die restlichen Beutetruhen, Beutesäcke, was auch immer. Den fallen gelassenen Stuff von anderen. Hier ein Penny hin. So. Elite Rihorn. Ich muss ja immer noch sagen, Rihorn, du gefällt mir nicht ganz so. Ne? Rihorn und Rizeros, geile Pokémon, wollte ich in den ersten Editionen auch immer haben. Weil ich es echt nice fand. Immer, hä? Ist das hier oben? Weil ich die in der ersten Edition übelst nice fand. Na klar, Alter, ein Rihorn mit einem Bohorn, Alter, das. Einfach übelst krasser Stuff. Ach hier. Ach, die holen wir, um da mal zurück drauf zu kommen, ist nicht so. Finde ich jetzt nicht so. Weißt du, und so. Es hat was, ist aber irgendwie, ist ein Goldbad hier, alles klar. Ist aber irgendwie so, puh, schwer ist ja mittel.
Gut, gehen wir hier hin. Nein. Ich hab so drin. Es kommt von vielen Zucker. Kann ich euch nur empfehlen, nicht so viel Zucker. Das sage ich mir auch immer wieder. Und dann fratze ich zu viel Zucker und. Alter, ist das ein winziges Rienwurm. Wieso ist das so klein? Sind alle so klein. Oh Gott, oh Gott. Penny setzen? Wo habe ich den jetzt gesetzt? Oh, toll. Das ist doch garantiert. Ne, dort liegt's. Die habe ich echt noch nie gefangen. Ich muss bei Zeiten den Pokédex weitermachen. Ne, überall. Überall kreucht und fleucht hier was rum. Ich weiß ja nicht, ob das so nett ist. So, Professor Levin, ja. Du hast 26 Pokémon gefangen, weil. Ja, ja, hier, guck dir mal an, hier, was du alles gefangen hast. Ja, guck mal, hier. Ja, 26 Features hast du hier in 4 Elite Pokémon, ja. Eins zum ersten Mal gefangen, ist ja der Wahnsinn. Pokébi haben wir fertig, Panikon haben wir fertig, Viscoro haben wir fertig, Lillip haben wir auch fertig. Lillip, so. Lillip. Viscoro haben wir jetzt erst mal gefangen, die 210, 200 und 300. Was möchtest du jetzt machen? Zurück ins Dorf, bitte. Siehste? Siehste? Da haben wir einfach mal. Massenhaftes Auftreten von Pokémon. Grasland Basis. Hier müsste der Strapazenhain sein, ne? Oh, der? Weil Bartrippi gibt's ja überall. Was sind das? Russige Absichten? Trapazenhain hier hinten ist Trapazenhain. Da müssen wir hinten. Was waren russische Absichten, die? Sicher. Ach, der ist dort unten, oder was? Der ist dort unten. Jetzt erstmal hier ein Pinny hin. So, 34. Ein Elite Wampel, alles klar. So, dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Wir haben ja keine Lichter mehr, wir müssen bloß noch die Aufgabe erledigen und dann ist das erledigt, ja. Und wir sammeln noch die Taschen ein. Also dann, danke fürs dabei sein und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Danke, tschüss, bleibt.